Ja, eigentlich will ich nur gucken, ob wir jetzt nach Fort Condor können. Wenn nicht, muss ich den Spielstand nochmal neu laden. Machen wir im Fort Condor. Wenn da Junon ist, ist hier Fort Condor da. Gucken, ob das noch geht. So, Mietje, was machen wir jetzt? Der Cloud ist weg, Tifa ist weg. Jetzt steuern wir Sid, den Arsch, der immer Scherer beleidigt. Was machen wir denn jetzt? Alle hauen sie ab, ey. Die Lage hat sich geändert. Sieht so aus, als hätte sich der Feind in Marsch gesetzt. Wenn wir verlieren, ist es vorbei. Unser Leben liegt in eurer Hand. Wir verlassen uns auf euch. Bereit? Okay, bereit. Das ist die Entscheidungsschlacht. Das sind mehrere Feinde als je zuvor. Moment. Kann ich jetzt noch Phönix bekommen oder nicht? Weil wenn ich jetzt nämlich nicht Phönix bekomme, dann... Let's go, Leute, komm. Nimmt mal die Beine in die Hand. Sag mal, Mädchen, wie gut kennst du mich? Wenn ich ein Projekt habe, dann mache ich das auch Projekt zu Ende, ne? So gut kennst du mich. Es sei denn, das ist ein absolutes Drecksspiel. Und nur dann würde ich es abbrechen. Aber Final Fantasy VII ist ja kein absolutes Drecksspiel. Also werden wir das auch zu Ende spielen. Gerade aneinander vorbeigeredet? Ich weiß nicht. Der soll nochmal so winzig. Kann ich Zauberatmen auf ihn machen? Das wäre ja richtig lustig. Okay. Dum.
Kaisergarde. Ja, wir haben es geschafft. Das war wunderbar. Vielen Dank. Ich bezweifle, dass Shinra jetzt noch angreift. Okay. Ich habe einen Kampf übersprungen. Und zwar den 19. Da hätten wir jetzt nochmal dreimal Elixier bekommen. Aber normalerweise, sobald du einen Kampf überspringst, sollte das ja eigentlich nicht mehr kommen. Hallo, Sound? Speck. Kein Sound mehr. Dieses Licht eben. Der Kondor, das Ei. Was war das? Sieh draußen einfach nach, was das war. Also noch ist er da. Auf dem Bild. Vor der Backe. Ein Babykondor. Und Materia Phönix. Empfangen vor allen Dingen. Geil. Interessant, dass man diesen einen Kampf nicht machen muss. Hätte ich jetzt aber so auch nicht gewusst, muss ganz ehrlich sagen. Dank an alle. Vielen herzlichen Dank. Wir können euch zwar nichts geben, aber ihr seid immer willkommen. Schaut doch mal wieder bei uns rein. Ja, und eins vergaß ich euch zu sagen. Schlüsselobjekt große Materie. Hä? Was ist denn das? Ich muss diese Materie haben. Das ist... um ehrlich zu sein, das ist die Materie aus dem Reaktor. Wofür haben wir dann eigentlich gekämpft? Wir wollten nicht den Reaktor schützen, sondern den Kondor. Beim Bau des Reaktors wurden wir zur Arbeit gezwungen, also wussten wir, was sich im Reaktor befindet. Ich wusste, der Tag würde kommen, nachdem die Shinra-Truppen weg waren. Schlich ich mich hinein und nahm die Materie. Ich wollte euch nicht reinlegen, aber im Endeffekt, es tut mir wirklich leid. Vergiss es einfach. Jedenfalls leben wir noch. Aha. So gesehen sind wir wirklich dankbar. Doch nicht erstmal. Ich habe die schwarze. Die große Materie habe ich bekommen. So, Kaiserwache haben wir bekommen, das ist gut. Okay, haben wir Fort Condor damit erstmal erledigt. So, wie man sehen kann, ist auch der Vogel nicht mehr. Der konnte auch oben auf dem Reaktor hier drauf. Wir haben die große Materie. Wir haben die Phönix-Materie. Die ist natürlich sehr wichtig, weil die brauchen wir ja für die Komplettierung. Für die Meistersubstanzen. Und die kriegt man nur, wenn man jede einzelne rote auf Meister gemacht hat. Dann kann man die sozusagen verschmelzen. In eine einzige Materie. Das ist nämlich das Coole. Du siehst ja hier die ganze Zeit, dass wir hier ständig die ganzen einzelnen Materie haben oder so, ne? Aber du siehst ja, ich habe zum Beispiel Gift auf Master, Verwandlung auf Master, Umnebelung auf Master und so weiter und so weiter.
Und sagen wir mal, von den blauen gibt es, von den gelben, ach, von den grünen, von den Zaubermaterias, sagen wir mal, gibt es 18 Stück. Und du musst dann auch wirklich alle 18 Stück haben und von jeder einzelne eine Mastersubstanz, so wie die jetzt hier. Und dann kannst du die umwandeln lassen in eine komprimierte Zaubersubstanz, die dann alle 18 Stück in einer einzigen Kugel vereint. Deswegen machst du das halt, zum Beispiel die auf Master zu bringen. Das gilt auch für Gelb, aber Gelb ist nicht alles, also du kannst nicht jedes einzelne Ding benutzen und das gilt auch für Rot. Für Gelb, Rot und was war denn das andere? Irgendwas anderes war das noch. Ah ne, nur Gelb, Rot. Gelb, Rot und Grün, genau. Das sind die einzigen. Das Problem ist nur, du musst die halt, ne, erstmal powern, bevor du sie benutzen kannst. So, Mount Dingsterbumse. Aber ich will noch mal gucken, ob wir nicht wirklich den Schlüssel benutzen können. Und wieder habe ich den falschen NPC angequatscht oder was? Da ist Vincent mit seiner Schrotze. Warum greift man das Zit eigentlich gar nicht an? Das wurde gerade irgendwie die ganze Zeit immer übersprungen, hatte ich das Gefühl. Denkt nicht, jemand hat's abgeschlossen. Vielleicht klappt das ja jetzt. Es muss ja einfach einen Weg geben, das rauszuholen. Wenn ich das hier vielleicht ein bisschen bewege und dann hier drücke. Ha! Hab ihn! Verbogener alter nutzloser Schlüssel. Nice. Oh, Gott sei Dank, das funktioniert noch. Ich weiß, was zu tun ist. Nehmen wir doch mal an diesen alten verborgenen Schlüssel. Ja, komm, benutzen wir mal. Das hätten wir. Er lässt sich nicht drehen. Was? Du klemmt. Ich bekomme das verdammte Ding nicht mehr heraus. Gibt's Probleme? Nein, ich. Nun, das ist übel. Was soll's, lüg einfach. ich habe gar nicht gespeichert, verdammt. Entschuldige dich oder was soll's, lüg einfach. Entschuldige dich. Tut mir leid, aber ich habe den mit Gewalt gedreht und da ist er abgebrochen. Wie? Schlüssel? Sie meinen den Schlüssel zu der Tür? Das war ein guter Scherz. Natürlich gibt es keinen Schlüssel, das ist eine Wand. Wir haben nur eine Tür drauf gemalt. Wie bitte? Sie haben die Tür nur auf die Wand gepinselt? Genau.
Wir haben sie nur darauf gemalt, damit es aussah, als ob man dadurch in eine andere Welt gelangen könnte. Tut mir leid, das soll kein Trost sein, aber hier bitte. Oh, tja, danke. Zed und die anderen erhielten den Unglücksring. Wir hoffen, dass wir einmal durch eine Traumtür wie diese in eine andere Welt gelangen können. Ich habe das Gefühl, dass ihr in der Lage seid, meine Träume wahr zu machen. Schon komisch. So, wir haben den Unglücksring bekommen. Wie gesagt, das ist halt wichtig für die 100%. Der heißt aber im Menü Ring des Fluches. Verstärkt alle deine Statuswerte, aber nicht für uns. Der ist nämlich für eine recht starke Kombination gedacht, die wir gerade aber nicht mit den aktuellen Charakteren machen können. Tatsächlich gibt es tiefer eine Waffe, die heißt, glaube ich, Power Soul oder so. Da ist ja die Erklärung drin, dass von wegen, dass sie ja vierfachen Damage macht oder sowas, wenn sie kurz vorm Tod ist oder sowas. Und mit diesen Unglücksringen kann man das halt bewerkstelligen. Also die Waffe plus der Ring sind ziemlich stark. Also mal speichern. Und Rinder. Oh, nicht ins Zelt. Bomber. Also bisher verläuft alles nach Plan. Nur dass wir Fort Condor schon früher gemacht haben. Okay, das werde ich, glaube ich, kurz davor ändern. Ich glaube, das werde ich kurz davor nochmal ändern, ja. Miau. Alter, wie der abpisst, ey. Es gibt nämlich einen Gegner. Vielleicht. Den möchte man nicht töten, bevor man seinen Gegenstand gestohlen hat. Hä? Was ist mit dem Vogel da hinten? Den gibt's nicht, oder was? Jetzt soll die drei Vögel davor platt gemacht? Und der große, hä? Der hat jetzt nicht gezählt, oder wie?
Oh, das ist gut, dass ich hier nochmal speichern kann. Ihr seid... Wenn ich mal so eine Granate hätte. Wenn ich eine Granate werfe, also aus meinem Pocket, meiner Tasche, dann ist das nur Single Target, ja? Ich glaube, im Moment sind wir sicher. Warte. Die fahren tatsächlich mit dem Zug ab. Mit der großen Materie. Was nun? Große Materie? Ihnen nach? Hey, kennt ihr mich nicht? Ich bin Sid. Kapiert? Verdammt nochmal. Und jetzt lasst mich machen. Sehr gerne. Ich bin beeindruckt. Und kannst du auch steuern? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was? Keine Angst, ich schaffe das. Zwei Hebel, einer links und einer rechts. Man muss nur die beiden Hebel abwechselnd hoch und runter drücken. Bei der Geschwindigkeit, denke ich, dauert das etwa 10 Minuten. Haltet euch fest, es geht los. Na los, Sid. Gib Stopp. Okay, wir springen ab. So, das ist der erste Gegner. Das ist aber nicht so wichtig. Der vierte ist wichtig. So, das war eins. Das ist zwei. Mit zwei, okay. Dynamit, machen wir das, heben wir uns auf. Das heben wir uns auf. So, Gegner Nummer 3.
Megasprung! Reine Stille! Oh, Damage, ey. Hallo. Endlich ist er weg. 10.000 XP und 600 Gil. Ja, nice. Okay, dann wechseln wir mal die Materie. Wäre eigentlich besser, wenn sie das bekommen, weil sie macht deutlich mehr Schaden als Vincent. Status 60, 53, 77. Ja. Definitiv. Okay. Der vierte Gegner. Von dem muss ich das jetzt stehlen. Sieht cool aus auf jeden Fall, dieser Vogel. Wenn ich das noch vor dem Zeitlimit schaffe, kriege ich sogar einen Zauber geschenkt. Eine grüne Materie. Kriegerelf gestohlen, da haben wir ihn noch. So, Feindes können. Laser. Laser. Und ich nehme an, Trine passt bestimmt ganz gut. Ja. Trine ist ganz gut. Machen wir gleich nochmal eine Trine hinterher. Super. Lief ja gut. Lief wirklich gut. Was zum... Hey, ihr da! Okay, gib die große Materie heraus. Verdammt! Dun, dun, dun. Ach Gottchen. Wer denn jetzt so? Recht mutig, mir zu folgen. Das vergesse ich dir nicht. Vergiss die große Materie. Wir sind die, die im Schlamassel sitzen. Auf die Bremse, Chef. Ich weiß, cool bleiben. Wenn wir so weitermachen, rasen wir in Nordkorea ein. Mal sehen, wenn wir die Hebel abwechselnd benutzen, um zu beschleunigen... Dann müssten wir bremsen, wenn wir die Hebel gleichzeitig nach oben und unten drücken.
Pfeiltaste nach oben. Pfeiltaste nach. Warte mal, jetzt. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ist das nicht andersrum? Warum beschleunigst du? Andersherum? Warte mal, diesmal werde ich... Pass auf, Mensch, Opa! Wie der abnimmst, ey. Verdammt! Das ist mal eine starke Bremse, wa? Schlüsselobjekt, große Materie. Nice. Ihr seid schon Typen. Ihr seid sehr mutig. Ich bin beeindruckt. Danke. Habt ihr nicht den Zug von Shinra gestoppt? Sie wollten uns wieder töten. Für dich mag es wie ein Schrotthaufen aussehen, aber für uns ist es ein Zuhause. Zur Hölle mit dem Meteor. Wir sind Bergleute, oder nicht? Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor dem Meteor. Das ist es. Hey du, wie wär's mit irgendwas für die Jungs, die gegen Shinra kämpfen? Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein toller Stein? Materia Ultima. Das muss eine furchtbare Schlacht gewesen sein. Du hast Narben am ganzen Körper. Ich habe schon mit dem Kneipenwirt gesprochen. Ihr könnt... Heute könnt ihr kostenlos dort bleiben. Nur heute? Oh nee, jetzt ist ja mein Hyper wieder weg. Shinra braucht nur noch die große Materie von einem Ort, dem Unterwasserreaktor. Gehen wir zum Unterwasserreaktor? Und ständig im Rücken muss es doch den Shinra irgendwann zu viel werden. Wir müssen uns beeilen. Im Moment mache ich mir um ihn am meisten Sorgen. Sie sprechen vermutlich über Cloud. Was heißt denn Sie? Juffi, das heißt du. Ja, aber ich bin auch besorgt um Tifa. Lasst uns sehen, was bei Midel los ist. Hey, was ist los mit dieser Welt? Wie es scheint, will sich niemand mehr vergnügen, jetzt wo Gozosa schließt. Wo ist denn hier die Frau? Will euch sterben. Für heiraten. Dieses Erinnerungsstück ist alles, was von meinem Mann blieb. Ich geb's euch, wenn ihr dafür den Meteor stoppt. Katastrophe erhalten. Nice. Katastrophe ist tatsächlich sehr cool. Ist wirklich sehr cool. Ist ein sehr cooler Limit. Wie es da schon steht, ist Limit-Technik. Katastrophe kann auch nur von einem gelernt werden. Lass mal gucken, ob Gozosa jetzt offen hat oder nicht. Oder ob Don immer noch am Eingang rumgeht und die Wache schiebt.
Es ist immer noch keine Musik und einen Speicher gibt's auch nicht. Der hat immer noch nicht aufgemacht, die Sau. Gardinium. Wir können immer noch kein Schokobo-Rennen machen. Tja, dann. Wenn wir immer noch kein Schokobo-Rennen machen können. Das haben wir alles geholt. Das haben wir alles geholt. Okay. Story weitermachen. Wir können sonst nichts anderes tun. Wir müssen erstmal Story Progress machen. Bevor wir richtig anfangen können zu grinden, Mienchen. Nix Story, kein Grind, Mensch. Nix Story, kein Grind. Hyper, hyper. Okay, Clown ist ganz wichtig. Das hier eigentlich drin. Oh, ein Item. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ist alles in Ordnung? Mir geht's jedenfalls gut. Hinter mir liegt ein langes, erfülltes Leben. Aber ich mache mir Sorgen um meinen Sohn und meine Familie. Sie leben weit außerhalb der Schacht. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Ein Elixier bekommen, danke. Hä, warte mal. Hast du gerade was eingenommen? Nö, eingenommen nicht, aber was mitgenommen. Oh, ich bin. Ja, das habe ich, alter Mann. Hey, das gehört jetzt mir und ich weiß, was mit anzufangen. Das kannst du mir glauben. Was für ein komischer Kauz. Lassen wir ihn mal versuchen. Hey, danke. Das wird mir helfen, Alter. Tifa, wie geht's unserem Problemfall? Es hat keinen Sinn. Ich verstehe kein einziges Wort, Cloud. Was soll ich jetzt tun? Was wird passieren, wenn du nie wieder richtig gesund wirst? Oh je. Sie kommen. Was hast du gesagt, Cloud? Verflixt, was geht hier ab? Tifa, steh auf. Nein, was ist? Ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Der Lebensstrom sprudelt unter der Erdoberfläche nach oben. Verdammt, das ist übel. Sid, stimmt was nicht? Nein, nichts, du und Cloud, geht schnell hinein. Aber ich. Mach dir keine Sorgen, so schnell sterbe ich nicht. Sei vorsichtig. Auf geht's, los, passt auf.
Verdammt, diesen Weapon. Ausgerechnet jetzt? Also gut, dann mal los, du. Dum, 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 dum. Überfall, Raub. Oh, ich habe immer noch Raub drin, ne? Oh je. Mega Abwehr. Ring des Fluches gestohlen. Och, das ist ja perfekt. Reine Stille. Habe ich irgendwas, um ihm Mana abzuziehen? Nee, Zauberhammer habe ich nicht und MP-Vernichter habe ich auch nicht bei. Wäre natürlich blöd. Wir haben mal den Ring des Fluches bekommen. Galianische Bestie. Auf geht's, Sid, du bist dran. Kann ich den irgendwie Mana abziehen? Nee, ne? Ja, wie gesagt, der Zauberhammer fehlt. Na gut. Da muss ich eigentlich nur warten, ne? Ultima Strahl. Und weg ist er, okay. Man hat nicht viele Chancen, da irgendwas zu stehlen. Muss relativ schnell gehen. Aber wir haben den Ring gekriegt. Von daher alles okay. Du versuchst du etwa zu entkommen? Abzuhauen ist anscheinend ihre beste Fähigkeit. Wenigstens ist der Lebensstrom wieder im Normalzustand. Hättest du mal lieber nichts gesagt. Hey, du beliebst wohl zu scherzen. Das kann nicht gut sein. Der Hauptstrom ist wieder ganz aufgewühlt. Und steht etwas noch viel Schlimmeres bevor. Mist, raus hier! Aber was passiert mit Tifa und Cloud? Verdammt! Du hast keine Zeit, dir um andere Sorgen zu machen. Du weißt nie, wann der Strom losbrechen wird. Mensch! Beilung! Weg! Tifa, Cloud! Mach, dass hier rauskommt! Das ist übel. Das Beben wird immer stärker. Warte mal kurz, Cloud. Doktor, sollten wir nicht lieber woanders hinbringen? Es ist bestimmt sicherer, wenn wir uns ins Freie begeben. Mach dir keine Sorgen, Cloud. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Die Wände halten nicht. Schnell raus hier! Ja. Alles klar, Cloud, wir gehen jetzt. Chibi Models. Los, Tifa, schneller. Tifa, schneller. Oh. Oh. Whee. Blub, blub. Weg sind sie. Thank you.
Wo bin ich? Was ist los? Ja, du? Wo ist Cloud? Cloud, wo bist du? Wie? Was? Wer? Wer ist da? Ich höre nichts. Moment mal. Davon weiß ich nichts. Nein, ich war es nicht. Sowas würde ich nie tun. Nein, aufhören. Nicht. Helft mir doch, bitte. Cloud, Hilfe. Na, da würde ich auch einen Drehwurm kriegen, doch. Guck mal, hier ist wieder das HD-Modell drin. Wo bin ich? Cloud. Was ist los, Cloud? Was ist das? Sind das deine Träume oder ist es dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, nicht wahr, Cloud? Der Suche nach dir selbst. Kann auch helfen. Wir werden gemeinsam versuchen, dein wirkliches Ich zu finden. Aber wo soll ich anfangen? Hier? Ein verborgener, geheimer Wunsch. Zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Nee. In jener Sternennacht am Brunnen, das Versprechen, das wir uns in jener Nacht gaben. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Okay, was ist das hier? Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist Sephiroth durch diese Tore getreten. Und so fing alles an. Es hat mit Nibelheim zu tun. Ja, das stimmt. Am besten wir fangen dort an. Lass uns mal sehen, Cloud. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber ich werde dir helfen. Cloud, sieh mal. Hier ist der Brunnen. Und das Krams Inn. Der einzige LKW in der Stadt. Der war schon hier, als wir noch kleine Kinder waren. Ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst? Es ist genau wie mein Nibelheim, deshalb ist dieser Ort unser Nibelheim. Vor 5 Jahren kamen zwei Soldaten. Sephiroth und ein junger Soldat. Kannst du mir noch mal erzählen, was passiert ist? Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren sah ich den echten Sephiroth zum allerersten Mal. Wie fühlst du dich? Kann ich nicht sagen, denn ich habe keine Heimatstadt. Und deine Eltern? Das ist also der große Sephiroth. Meine Mutter war Genova, sie starb immer bei meiner Geburt. Mein Vater war.
Doch ehrlich gesagt fand ich ihn sehr kalt. Was soll's. Okay, gehen wir. Ich erinnere mich, dass ich bei ihm ein ungutes Gefühl hatte. Nein, Cloud. Ich habe es bisher verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass etwas Furchtbares passieren wird, wenn ich es dir erzähle. Aber jetzt werde ich nichts mehr verschweigen. Du warst nicht hier vor 5 Jahren, kam Cloud nicht nach Nibelheim. Ich habe gewartet, doch Cloud kam nicht. Die beiden, die hinterher beordert wurden, waren Sephiroth und ein anderer. Okay, gehen wir. Der schwarzhaarige Bombenleger, hast du gesehen, Mienchen? Der Soldat, der mit Sephiroth war, kam, war nicht Cloud? Es gibt nichts, was ich sagen könnte. Du musst die Antwort selbst finden. Wenn es dir nicht gelingt, dann... Boom! Springen? Nee. Hallöchen, Mickey, schön, dass du da bist. Na, das klappt bei dir. Lass dir Zeit, Cloud. Langsam, eins nach dem anderen, ja? Dann ist erstmal das hier. Die Sternennacht am Brunnen und unser Versprechen in jener Nacht. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Das Ding ist gerade, Tifa hat ja gesagt, Cloud war gar nicht in Nibelheim vor 5 Jahren gewesen. Das Problem ist allerdings, Cloud war tatsächlich da. Er war zwar nicht der Schwarzhaarige, aber er war jemand anders. Lass dir Zeit, Cloud. Antworte nicht zu schnell. Deswegen konnte er auch die Sachen wissen. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass Cloud ein Sephiroth-Klon sein soll. Denk nur an die Gefühle und dir wird alles wieder einfallen. Langsam. Eins nach dem anderen. Genau. Wie der Himmel in jener Nacht. Der Himmel war voller Sterne. Deswegen ist die zweite CD auch so kurz, ne? Weil hier gerade so viele Videos abgespielt werden und so. Und diese ganzen Weapon-Videos und sowas, das sind halt, nimmt super viel Platz von der CD ein. Deswegen ist die zweite CD auch gar nicht so lang. Und auf der dritten CD sind super viele Credit-Videos und sowas drauf. Deswegen dauert die eigentlich auch nicht so lange. Von Anfang an, bitte. Die erste CD ist tatsächlich die allerlängste von allen. Die zweite ist die kürzeste. Würde ich jetzt behaupten. Weil du auf der dritten alles machen kannst. Du kannst überall hin, egal wo du willst. Versuch dich zu erinnern, Cloud. Aber auf der dritten CD tut man eigentlich erst grinden bei dem Spiel. Also, ich trug diese Kleider. Das auch. Du warst klein. Und niedlich. Sephiroth sagte mal, Cloud hat seine Erinnerung anhand meiner Geschichten erfunden. Hast du dir diesen Himmel vorgestellt? Nein, du hast dich daran erinnert. In der Nacht waren die Sterne so schön, nur Cloud und ich, ganz allein. Wir unterhielten uns am Brunnen. Deshalb dachte ich auch, dass du der echte Cloud warst. Bin auch der Meinung, es ist der echte Cloud.
Ich glaube noch immer, dass du Cloud aus Nibelheim bist. Aber du glaubst nicht an dich selbst. Diese Erinnerungen reichen nicht. Cloud, was ist mit deinen anderen Erinnerungen? Nein, nicht Erinnerungen. Eine Erinnerung muss man ja bewusst hervorrufen. Deshalb kann sie manchmal falsch und etwas ganz anderes sein. Aber es ist anders als eine Erinnerung, die tief in deinem Herzen sitzt. Deshalb ist es eine Täuschung, wenn er diese Erinnerung hervorrufen möchte oder könnte. Ja, genau. Eine Erinnerung, die etwas mit mir zu tun hat? Ich sage etwas und du kannst dich nicht erinnern. Aber wenn du etwas sagst und ich kann mich auch daran erinnern, dann wissen wir, dass es unsere gemeinsame Erinnerung ist. Sag etwas, egal was. Irgendeine Erinnerung, die dir viel bedeutet. Nun, da du es erwähnst, warum wolltest du Soldat werden? Das schien so eine plötzliche Entscheidung. Ich war verzweifelt und wollte wahrgenommen werden. Ich dachte, wenn ich stärker wäre, würde man mich bemerken. Dich wahrnehmen? Wer? Du. Ich? Warum? Tifa, hast du jene Zeit vergessen? Schau mal, ich. Es tut mir leid, aber wovon sprichst du? Nein, ist schon gut. Du hattest es damals sehr schwer. Du warst so mit deinen eigenen Dingen beschäftigt. Es ist ganz natürlich, dass du dich nicht mehr an mich erinnern kannst. Damals? Es ist sehr wichtig für mich.